Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Teil von Let's Play Crusader Kings 3. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit dem mächtigen Hause Varian. Und ich wollte jetzt noch einen Krieg erklären, und zwar gegen Gloucestershire. Das Problem ist halt, ich muss eigentlich diesen Kriegsgrund hier gegen Mercia wählen. Also der kostet mich zwar unfassbar viel Prestige. Ich hab's aber auch, ich krieg's auch wieder. Und ich brauche halt diese drei Grafschaften. Wenn ich das halt mache, dann kriege ich halt nur eine Grafschaft. Ich hätte gerne die drei, ne? Also, vor dem Hintergrund machen wir das jetzt. Wir rekrutieren bitte mal hier alle Truppen. Und, also ja, ich habe noch ein paar Geiseln verkauft und so. Was ist das jetzt? Entwässerung, okay. Truppen zum Baudienst abgezogen. Heißt, Aufgebotsgröße wird geringer. Dafür werden die Gebäude günstiger. Baukosten in Frömmigkeit und Baukosten in Prestige. Okay, oder? Ich nehme vergrößertes. Ich nehme das vergrößerte Truppenaufgebot auf jeden Fall. Also das andere ist doch Quatsch, oder? So, wir haben 7500 Paar an Dingsi. Okay, dann werden wir mal gerade hier so ein paar Truppen halbieren. Also bitte hierhin. Ich muss mal gerade gucken, habe ich irgendwelche Ratsmitglieder, die nicht sterben sollten? Hier eigentlich der, ne? Der Herzog Ronan. Den sollten wir mal nicht auf den Gaul setzen. Wo ist der denn hier? Ja, setzt den mal auf keinen Fall auf den Gaul. Und vielleicht laden wir irgendwann auch nochmal Ritter ein, ne? Also, naja, muss jetzt nicht jetzt sein, ne? Ach so, ja, genau, wir können ja noch Lösegeld holen. So, genau, also Elinor, ist das die Erbin? Jo. Ja, dann bitte von Caradoc. Und was wollen wir mit dem hier? Der findet mich ja doof, ne? Bringt mir auch Geld. Was hat denn der noch für Ansprüche? Das hier sind fallen gelassene Ansprüche, die weg sind, wenn der down geht, ne? Bring den in den Kerker. Bring den in den Kerker. Der soll da verschimmeln. Das ist, das wird mir nur wieder alles zu stressig. Der kommt dann wieder mit irgendwelchem Kokolores da an und geht mir auf den Wecker. Für 30, ah, da geht noch mehr, da geht noch mehr. So, du willst, dass ich die Meinung erhöhe bei dem Ronan. Okay, machen wir auch noch. Ihr gläubiger Diener der Höchsten macht je mehr unser Orden mit Namen Tempelritter wächst, desto mehr Land brauchen wir, von dem aus wir unsere Verteidigung des katholischen Glaubens in Angriff nehmen können. Stadt von Peterborough. Okay, das ist in Staffordshire, North Hampshire. Okay, gut, alles klar. Ja, Staffordshire geht ja gar nicht, das muss ich mir erst noch holen. Ist für unsere Zwecke bestens geeignet und wir würden es gern pachten, um es in den Dienst unserer Sache zu stellen. Das ist viel Geld und da wird irgendwas Schlimmes passieren, wenn ich das mache, aber für Gott eine gute Sache, dann pachten wir was. Okay, ich
werde ihn da nicht abfangen, also von daher, dann lassen wir das mal. Blablabla, Fraktion löse ich auf. Hey. Warte mal bitte. So. Okay, hier passieren irgendwelche vielen Sachen. Fopfleth möchte seit langem nur noch eins. Einen Reifen. Oh, okay. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihren Wunsch in 3 Monaten erfüllen werde, wenn sie sich mehr auf die Studien konzentriert. Achso, ich habe die ein bisschen umdesignt, damit die anders aussieht, ja. Seit diesem Versprechen strengt sie sich doppelt so sehr bei ihren Studien an. Fopfleth wird treuherzig. Lass sie treuherzig werden, Monsignore. Und dann werden wir währenddessen noch ein Festmahl veranstalten für 200 Eier. Nur um danach wieder unsere Höflinge erpressen zu können. Okay, pass auf, wir brauchen das irgendwie. Ich muss das anders machen, das ist Kokolores hier. Weil da muss nicht das ganze Kriegsvolk, wenn das da drin rumsteht, das ist doch doof. Wo soll ich denn das. Wie soll ich denn dann die Gegner damit countern, ne? Also, das ist irgendwie. Das ergibt wenig Sinn. Ah, wir haben bestimmt Geisel noch genommen, ne? Oder? Earl Michael. Von Gloucester. Ne, behalte ihn mal. Weißt du, was kommt? Wir behalten die alle mal im Knast. Willkommen, Freunde. Was ein grandioser Abend. Herzog Vorbesach wird unser Freund. Coolio. So, dann spaltest du mir bitte noch so eine Billo-Armee ab. Die soll aber noch ein bisschen aushalten. Mach den MacAngus noch da drauf. Okay, der gewinnt 10 Jahre 30 Meinung. Wir erhalten 150 Prestige. Er erhaltet die Eigenschaft eifrige Frohnatur. Und jeder Gast erhält 10 Jahre lang 20 Meinung. Das fast mal endet. Wow. Das ist auf jeden Fall nice für den Diplo-Wert. Und als Belohnung geben wir jemand anderem den Ratsposten. Die Jure, ja. Warte mal, das ist eine Philosophie-Eigenschaft, ne? Ja, der hat die 12 Punkte auch nur, weil der von seiner Alten unterstützt wird. Okay, gut. Also je nachdem, wenn die bald abnippelt und der eine coole Partnerin kriegt, dann könnte da noch was bei rumkommen. Und du machst jetzt bitte auch hier, Ritterlichkeitsunterstützung. Das ist einfach nochmal ein bisschen cooler. Minus 4 im Monat. Ich habe so eine doofe Vermutung, was er da vorhat. Nee. Thank you.
darf hier hin. Also ich glaube, ich behalte Mercia und gebe Lance da ab. Du willst halt an den Sohn von diesem Vorbesach geben? Auf keinen Fall. Ich glaube, wir behalten das noch eine Zeit lang. Und zwar brauchen wir, also ich hoffe, also wenn wir das noch 5 Jahre behalten, also die habe ich verheiratet mit so einem Stecher. Mit Georg Stinkelig und der sieht aber ziemlich cool aus, oder Stenkilling, also sucht euch aus, beide Namen auf jeden Fall Kickass. Der ist wunderschön, das finde ich auf jeden Fall nice. Und die habe ich auch noch verheiratet, allerdings jetzt nicht unbedingt, also mit einem scharfsinnigen intellektuellen Genie, in der Hoffnung, dass die gute Babys noch kriegen, wenn die dann erwachsen wird. Je nachdem, wie das erbfolgemäßig aussieht, erbt die ja einen Teil von Wales, ne? Also, wie ich das momentan vermute. Und hier nur 2 Erben zu haben, ist soweit erstmal ganz okay. Ach so, ja, und von der wollten wir uns ja noch scheiden lassen, ne? Jo, da fehlt mir auf jeden Fall noch ein bisschen Pietät. Das müssen wir auch noch machen. Vielleicht können wir noch mal pilgern gehen, ne? Will ich noch mal meine Untertanen erpressen? Lasst euch mal erpressen, liebe Untertanen. So, Desmond, was haben wir denn hier noch? Da, ne? Okay, ja klar, Hafen verbessern. Weiß ich nicht. Thomond. Ja, wir müssten jetzt hier eigentlich mal eine Militärakademie reinbauen oder irgendwie sowas, ne? Komm hier, wir bauen die königliche, oder sollen wir die, Alter, es ist alles cool, ne? Es ist alles cool. Komm, wir machen die Lustschlösser. Jetzt gucken wir auf die Stufe 2 aus. Wo haben wir denn sonst noch Domänenbesitz? Trolley, da können wir auch noch was ausbauen. Das geht ja mehr so auf Kohle und das geht mehr so auf Garnisonsstufe und Kohle. Können wir das nicht ändern durch eine Kaserne? Das wäre mir eigentlich lieber. Na, dann bauen wir das jetzt erstmal aus. Dann haben wir noch hier Lannister. Da überlege ich noch, ob wir das abgeben. Ja, Mercia wäre auf jeden Fall. Da haben wir halt noch wenig Kontrolle, ne? Aber das wären halt auch. Mercia ist auch nicht verkehrt. Auf der anderen Seite muss man sagen, Kontrolle ist für uns halt super wichtig. Aber in Mercia hätten wir einen schön zusammenhängenden Besitz, ne? Also auch nicht ganz ohne. Du machst mir bitte mal hier die Kriegsfolge ein bisschen größer. Damit wir einfach noch ein bisschen mehr Power haben. Untertanerpressung, jawohl, genau. Ja, holen wir nochmal 25 Schrecken. Okay, wir haben jetzt 63 Punkte Schrecken, das ist so ganz cool. Dadurch wird ja auch unser Kriegsvolk günstiger. Was will
der Franzose hier. Der will uns jetzt attackieren, okay. Du gehst mal bitte hier rüber. Im Wald stehen bleiben und zugucken, wie ich alles um ihn drumherum belagere. Okay, ich glaube, wir haben den König gefangen genommen, oder was? Nee. Ganz einfach so. Okay, wenn wir jetzt nochmal gucken. Da steht's aber hier, ne? Ihr erhaltet Earltum Herefordshire und Bistum von Clifford. Moment mal, stopp. Genau das ist das Ding, ne? Wir bekommen das Earltum von Herefordshire. Und das war's, ne? Wenn wir das jetzt klicken, dann war's das, ne? Mehr kriegen wir nicht. Ihr haltet die umkämpften Titel. Warte mal, aber Hugh von Warwickshire, das wird unser Vasall. Und? Nicholas, der wird auch unser Vasall. Nee, wenn das meine Vasallen werden, dann kann es ja nur so klappen. Ja. Okay. Kasala. Löst euch auf. So, ich habe Herefordshire gekriegt und das muss ich jemand anderem in die Hand drücken. Unser Neffe. So. Nottingham und Northampton. Nice, nice, nice auf jeden Fall. Wir gucken mal gerade, wie sind die so ausgebaut? Hier ist ein Sondergebäude drin. Northampton ist auch nice. Müssen wir aber auch jemand anderem geben. Es dauert auch zu lange. Kann das nur den Jungs geben, ne? Da glaube ich, ja. Das sieht alles hier sehr nach Sausagefest aus, ne? Richard Fitzalan. Also, die ganzen Leute, die wir hier haben, denen wir das Ding hier geben können, ne? Earl Robert von Strathearn. 7 Jahre alt, aber immer noch sauer auf mich. Er ist ein Schotte. Ah ne, hier der Herzog, den kann ich das geben, ne? Oder Brian McLuser von Diffie, dem kann ich das auch geben. Ich könnte das auch Volk mal dem Schwaben geben. Wie wär's denn damit? Weil ich will nicht unbedingt die alle hier besser machen, ne? Die haben sonst alle nur nachher einen Haufen Terrain. Ja, und gerade wenn das nur so eine einzelne Grafschaft ist, dann gebe ich die doch lieber mal so einem Ritter von mir, ne? Wenn ich das schon nicht einem direkten Familienmitglied geben kann, ohne dass die irgendwie mächtig werden und mir aufs Dach pissen. Bist du unabhängig?
Der ist unabhängig. Sorry, Junge. More's the pity. Stopp, das stimmt doch hin. Also, noch einmal teilen. Noch einmal teilen. So, du bleibst hier. Alter, wir haben 22 Punkte durch unsere Frau, ne? Das ist brutalo. Der Hände irgendwie da rüber, ne? Komm, hauen weg. Ich meine, der hat doch den Malus des Jahrhunderts da drin, ne? Der gut? Oh, bisexuell? Witzig. Ja, minus 52. Okay. Rekrutieren wir den Typen mal. Oh, das war's schon, ne? So, eine Grafschaft mehr. Der hat zwei Kinder, die mich mögen. Okay, dann... okay, Kaiser Suno. Das hieß ja dann, wenn der das erben würde... Ja, das wäre Kokolores, ne? Wen kann ich einknasten? Dich? Septern? Nick Lockren? Weil die unzüchtig war. Vielleicht ist er von einer Frau schwanger, wer weiß. Pack die mal in den Kerker. Efrek. Kommen alle in den Knast bei mir. Vom Herzog Tiger Neck von Northumbria kann ich Geld verlangen. Ja. Achso, Hausoberhaupt ist mein Druckmittel. Ja, komm, gib mir mal deine Kohle.
Okay, ich glaube, in England muss ich mir nicht mehr so viel Gedanken machen. Komm, gib mir die 114. England geht doch down, oder? Zu viel gehaltene Herzogtümer. Und fürs Brian hole ich mir nichts. Wir holen uns vielleicht noch Lösegeld. In Firth. Gar nicht mal so ein schlechter. Gar nicht mal so ein schlechter Stratege, aber kein guter Ritter oder so in diesem Sinne, ne? Also kein guter Kämpfer. Okay, wir warten, bis dein Mann die Kohle zusammen hat. Dein Lehnsherr ist der König Lawrence von Gloucestershire. Das kann auch nicht mehr so lange dauern, bis der die Kohle zusammen hat. Und die Ellie. Da holen wir uns auch noch die Kohle. Und den Swaggy. Den habe ich immer noch im Kerker, ne? Ah, der. Warte mal. Wir erhalten 10 Ansprüche, weil wir treuherzig sind. Wir erhalten 18 Schrecken. Oh, wir verlieren Pietät, wenn wir das tun. Das ist nicht gut. Weil ich würde den eigentlich gerne so ein bisschen foltern. Weil so jetzt freilassen, auf gar keinen Fall. Der hat viel zu viel Geld eigentlich. Ja, da warten wir auch nochmal. Wir können Bande enden, ist klar. Wir können Krieger erklären. Der Oscar. Ja, das ist mein Kriegsgrund, den ich hier will. Der Vorbesach, der macht ja nicht mit, ne? Nimm direkt auf die Fresse, Alter. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Heb mal alle aus, Junge. So, wir hatten doch so einen Sprinter. Wo ist denn mein Sprinter? Hier. Dann sprinte mal hier rüber im Schweinsgalopp. Um jeden Preis. So, jetzt können wir endlich Titel verkaufen. Das ist auch sehr, sehr nice. So, du teilst mir bitte mal hier die Onaga und von mir aus auch noch die hier ab. Mal dahin laufen. Du brauchst jetzt so einen Belagerungsfritzen. Wo ist er? Da. KI hier. Laufen wir wieder nach allen Maßregeln der Kunst davon.
Da, und jetzt kommt er angeschissen. Es ist so typisch, ey. Es ist so typisch, ne? Okay. Stopp. Du musst sofort darüber. Du gehst bitte auch darüber. Ey, das kann einfach nicht sein. Wie schnell sind die denn? Ey, das ist doch einfach nur noch lame. Das ist doch nur noch lame. Das gibt's einfach nicht. Das ist doch nur noch lame. Rennt die ganze Zeit weg und ist einfach dreimal so schnell wie ich. Ich hasse sowas. Ich hasse es sowas. Ah, machen wir nochmal mit beim Kreuzzug. Ja, machen wir. So, Achtung. Jetzt. Wir könnten die jetzt ausheben, ne? Hier steht nicht verfügbar. Ich glaube schon, dass wir die ausheben könnten. Naja, egal. Dann machen wir das jetzt auf dreifacher. Ah, der will es jetzt wissen, ne? Okay, gut, ja, die große Auseinandersetzung, die sehen wir dann im nächsten Teil. Ja, wählen wir einfach mal aus, danke. Ja, ich glaube auch, dass das ausnahmsweise mal ein erfolgreicher Kreuzzug werden könnte. Genau, also das sehen wir dann im nächsten Teil. Und jetzt sage ich erstmal, macht's gut, in diesem Sinne Pax Vobiscum und Valete.